Da sind wir halb gekommen zum Tag auf der Zeit. Den Part, wir sind jetzt im letzten Part hier geschlagen worden von Balfours Piraten. Als wir die Nachtlage fertig hatten und jetzt sind wir hier in Nordrhein angekommen. Und darauf, wo wir auch hin wollten. Und ja, wir gehen gerade mit den drei, die uns geholfen haben und die uns vorher eben abgewiesen haben. Und wir gehen auf Arbeit. Ja. Baroschen! Ist mir eine Ehre. Und ich bin. Also. Nennt mich einfach Arb. Mein Name ist Pilgrim. Verzeiht aber, ich bin verwirrt. Wo sind wir? Was mit unserem Schiff passiert, wo sind die Kerle, die uns überfallen haben? Ach so, ja. Ihr wart ja bewusstlos. Dann fragt in aller Ruhe und ihr bekommt Antwort. Wo bin ich? Warum lag ich allein im Gestell? Ihr seid in Nardoret. Kapitän Albers hatte es eilig weiterzukommen. Er sagte, dass ihr ebenfalls nach Nardoret wolltet. Also haben wir uns bereit erklärt, euch so lange in unsere Obhut zu nehmen. Natürlich hätten wir euch im Gasthaus untergebracht. Doch seid ihr uns zuvorgekommen und seid schon hier am Steg aufgewacht. Ihr habt euch wirklich rasch erholt. Ich erkläre das Ganze. Ich habe mich wirklich einigermaßen erholt. Ab dann. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Wir gehen den Kampf weiter, nämlich unser Gefecht lang. Also, das war so. Als ich gemerkt habe, was die feigen Kerle mit euch gemacht haben, bin ich in einen Trupp dieser Feiglinge hineingesprungen und hab gleich einem Dutzend von ihnen eine gute Abreibung verpasst. Das tut sich die wirklich in eurer Schuld vorkommen. Dank euch bin ich also noch nicht. Nun ja, das war doch nicht der Rede wert. Das ist es wahrlich nicht. Was Vorgrim vergaß zu erwähnen ist, dass dieses Dutzend Leute, wenn sie nicht schon von seiner Fahne in Ohnmacht fielen, so demoralisiert von meiner Fechtkunst waren, dass sie kurzerhand aufgaben. Ha! Fechtkunst! Dass ich nicht lache! Denen ist vor lauter Mitleid mit deinem albernen Rumgefuchtel die Lust am Kämpfen vergangen! An deiner Stelle würde ich... Es reicht, ihr beiden! Hättet ihr außer euren Eitelkeiten noch was anderes im Kopf, wären uns diese Feiglinge nicht durch die Lappen gegangen. Nun stehen wir wieder ganz am Anfang. Entschuldigung, was meint ihr damit ganz am Anfang? Wolltet ihr etwas überfallen werden? Habt ihr das gehört? Ich bitte euch, wer lässt sich schon gerne überfallen? Nein, nein. Selbstredend geht es um die Waren, die uns durch den Überfall abhanden gekommen sind. Ohne sie stehen wir wieder am Anfang. Junge, jetzt bin ich dankbar für meine Rettung. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Warum wart ihr vorhin am Reitlager so abwesend? Ach, damit dürft ihr es nicht so genau halten. Wir wollten eben ungestört sein. Zudem wussten wir ja nicht, welche Gestalten sich an so einem Nachtlager herumtreiben. Verzeiht also unsere ruppige Art. Gut, wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Und Jana hat den Überfall überstanden. Sie hat ein paar Schrammen davon getragen, aber nichts Ernstes. Der Kapitän meinte, in ein paar Tagen ist sie wieder auf den Beinen. Die Menschen haben es oder sie wohl auch ist. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Wie recht bedenken, habe ich gar keine Zeit mehr zu plaudern. Auf bald. Ihr habt recht. Genug des Palavers. Es ist gut, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Auch wir müssen jetzt weiter. Warte noch, gibt es etwas, was ich mir an der Lehre wo ich tun kann? Moment, danke, ich muss mal nehmen. Das könntet ihr wahrlich. Haltet Augen und Ohren offen. Vielleicht schnappt ihr das eine oder andere über die Flusspiraten auf. Kommt zu mir in den springenden Hirschen, sobald ihr etwas habt. Bevor ich's vergesse, Vorgrim Kuano. Ihr beiden wisst bereits, was ihr zu tun habt. Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, damit sind wir in Nardo angekommen. Die Stadt, wo er am meisten gehandelt und gedingt wird. Über ein paar gute Kätzchen. Ich finde diesen Ausblick hier, den großen Fluss, hier wieder hübsch. Ich sehe gerade Insekten laufen, schön ein Schiff ohne Hühnern vorbei. Okay. Das war ein ganz guter Kapitän, jetzt gleich wieder ins Verlegt. Hallo, ich komme zurück. Da sind wir wieder. Gucken wir den kurzen Cut hier. Und da war schon die nächste Freistufe überhaupt, ne? Ihr dort, im Namen des Flussvaters, haltet ein! Bitte, wenn ihr das wünscht, doch anfragen, was ihr wollt. Der Flussvater und sein Gesandter beobachten alle Dinge, die auf dem Flusse geschehen. Seid ja vorsichtig mit euren Taten und Plänen. Wir werden euch stets im Auge behalten. Ich bin zwar nicht ganz sicher, was ihr meint, aber trotzdem danke für eure Art. Bei allen donnernden Balken. Emmeran, jetzt quatsch nicht auch noch Reisende mit deinem Gesülze voll.
Tag ein, Tag aus, lasst ihr Lasten von seinem Rücken tragen. So sollt ihr ihn auch huldigen und ehren. Seine... Jetzt reicht's mir aber. Verschwinde endlich von hier und lass die Leute in Frieden. Moment, ich will hören, was es sagt. Oh, und ihr? Mischt euch gefälligst nicht in meine Angelegenheiten ein. Der Bursche hat hier nichts verloren. Er... Es gibt hier mehr zu verlieren, als den Sterblichen gewahr ist. Habt also Acht vor den dunklen Tentakeln. Tod und Verderben werden euch sonst widerfahren. Gleichwohl seid ihr aber auch Wahrer von Hoffnung und Macht. Ein Angelpunkt im Gefüge der Leben. Findet mich auf der Insel des Vergessens, die nun auf eurer Karte verzeichnet ist. Dort wird es sein, wo sich einst eine Fügung erfüllen wird. Genug, du stinkendes Stück Treibgut. Sieh zu, dass du Land gewinnst und nimm dein Floß gleich mit. Hast meine Anleger für heute lange genug blockiert. Auch wenn ihr Meister dieses Hafens sein möget, so seid ihr noch lange nicht Herr über den Fluss. Dennoch werde ich eurem Wunsch entsprechen. Jedenfalls für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen, Orbert. Alles der Thomas finden. Und noch Pfeile. Glück aber auch. Ich will mich jetzt verwenden, eigentlich ist nicht für so viele Sachen. Am Anfang habe ich mir überlegt, wenn ich den Zutaten teilweise verkaufe. Weil wir das Geld noch durchaus gebrauchen können. Wo wollt ihr denn hin, wenn ich fragen darf? Ich bin einfach um meine Ausbildung zu wenden. Mein Name ist Flick. Schön für euch. Dann könnt ihr ja aus meinem Hafen verschwinden. Seid ohne Sorge, mein Zinnigenstein habt ihr statt. Oh, ich will es meist wieder hochnehmen. Was? Ihr? Wollt wirklich zu Laurelin? Ja, freilich. Es sah dann lustig. Na, wisst ihr denn nicht, dass euer Meister... Findet es einfach selbst heraus. Das gefällt mir an. Dann finde ich das nicht mehr komisch. Was Laurelin sich ja auch nicht. Das glaube ich auch. verzeiht, es ist nichts. Ich meine, ja, wie auch immer. Wenn ihr zu Laurelin wollt, fragt die alte Ilma Baumbrot. Die kennt den Weg. Ihr findet sie bestimmt unweit des östlichen Stadttors beim Pilzesammeln. War's das dann? Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Dann fragen wir nichts mehr, das ist so gemein. Hier da, ich habe eine Lieferung für euch. Das ist eine Quest aus dem Add-on, deswegen werden wir nicht anfangen. Aber für die Gamer. Und das ist der Ball im Gerät, der Punkt ist das Erste, was die ich mir vorgestellt habe. Ich zeige es euch schon mal. Die hier, die werden wir jetzt alle bekommen. Ich werde gleich Stunden zusammen noch sagen. Übrigens, in diesem Part hier findet ihr jetzt die Codes unten in der Beschreibung. Auch nur in diesem, keinem anderen Part. Mach ich extra so, damit die Leute, die das bis hierhin schauen, in diesem Part schauen. Das mitbekommen, das Codes sind, die findet ihr alle in der Beschreibung, die gibt ihr einfach hier, wenn ihr das Spiel selber habt, unter extra rein. Hier könnt ihr ganz mal anfügen, kopieren, anfügen und dann bekommt ihr die Sachen, könnt ihr eben bei ihm hier abholen. Ja. Aber Segen, hier, ich habe etwas für euch. Was denn? Ich öffne doch nicht die Pakete meiner Kunden. Hier, bitteschön, viel Spaß damit. So, da haben wir schon die ganzen Ringe und die ganzen Items. Also, ich stelle es mal vor, wir fangen an mit Alphys Dornpanzer. Dieser halblange Nebenmann ist eine maßgeschneiderte Klärze fertig und passt wie angegossen. Das kletterweiche Material ist ein starker Magiedurchdrung, die mit einer starken Aura der Lebenskraft, Stärke und Erfahrung gibt und damit weiß, dass kleine Leute machen. Wenn angelegt, Leben plus 5, Körperkraft plus 1 und Stufe plus 1. Und es ist auf jeden Fall schon mal besser als unsere jetzige.
Ich finde, es passt auch irgendwie zum Zweck. Dann haben wir noch die schwarze Zunge, das ist ein Schwert. Es ist nur passend, dass du diese Waffe einen persönlichen Namen gegeben hast, denn es dir scheint, dass bei das Schwert ein Eigenleben. Es weiß, mit welcher Kraft es sich im Kampf am ehesten unterstützen kann und zieht diese Energie mit ihrem Schlag, den du erfolgreich führst, deinen Feinden. Wer diese leuchtende Meisterwerk durch Schmiedekunst in die Hand nimmt, weiß in sich, wie es geführt wird. Er generiert pro Treffer mit dieser Waffe bei geweihten Zehnkai, bei magisch Begabten und bei allen anderen zwei Ausdauer. Hebt oder lädt den Talent mit Schwerter auf 1, wenn er nötig ist, dies permanent. Das heißt, wenn wir es ausrüsten, können wir sofort Schwerter auf 1. Das machen wir jetzt bitte. Die Klinge ist natürlich eine Klinge. Da können wir Schwerter auf 1. Es gibt später deutlich stärker Schwerter als Hiebwaffen teilweise. Das spielen wir später doch noch auf Schwerter um. Form auch, wenn wir den Zwerg sind. So, dann haben wir gegen den Hexensohn bekommen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Ist das Motto des Listigen Gottes der Händler und Diebe. So wird er dir beim Handel gebogen sein und die richtigen Worte eingeben, wenn du diesen gegen am Finger trägst. Mag sein, dass er sich zwar zu deinem Gewinn beiträgt, aber nicht ganz gerecht gegenüber dem Händler ist. Und dieser weiß selbst, dass die Grenze zwischen Handel und Diebstahl eine neblige Grauzone ist, in der sich viele Füchse herumtreiben. Falsch plus 5. Legen wir direkt mal an. Haben wir hier 6 Falschen. Dann Ring der Erholung. Die, die den güldenen Ring eingesetzten Rubine sind mit Sperrenkraft durchdrungen und schenken ihrem Träger also die Fähigkeit der schnellen Regeneration von Lebensenergie. Und Lebensenergie plus 2. Dann der Ring der Magica Compativa. Diese kunstvoll gearbeitete Goldring fast akkurat geschnitzt in die Marktsteine ein. Man sagt, dem leuchtenden grünen Edelstein nach, dass er die Nerven stärkt und das Auge schärft. Der Magier, die es zum Wirken von Kampfzaubern brauchen kann, gelingt dieses mit Hilfe des Längs leicht. Alle gelernten Kampfzauber plus 1, also was für ein Magier. Und Trank der Kampfkraft. Was dieser absonderlich aussehende Trank enthält und warum sich die Zutaten der Fülle auf dem Schüttel nicht vermischen, das wollen nun der Alchemist selbst. Das verweisungsvolle Versprechen war, jede Waffe, die du beherrschst, wird sich leichter von dir führen lassen, wenn du es nötigst. Alle gelernten Kampftalente permanent plus 1. Das tun wir erst später einsetzen, wirklich nur beim eigenen Helden. Weil es später mal einsetzen zu aktivieren ist. Man bekommt dann hier überall plus 1. Ja. Ihr seht, Schwerter bleibt permanent, auch wenn sie Tee gerüstet haben, das ist schon cool an der Waffe. Gut, haben wir beide mal ausgerüstet. Und den Dornpanzer auch. Wie ihr seht, sind jetzt automatisch übrigens auch Stufe 2 geworden. Ich finde, das passt auch ganz gut zu uns. Ein Schüler Laurendin ist einfach zu komisch. Der gehört halt so aufs Maul geschlagen. Dass ich das so lustig an Laurendin bin. Wie ihr seht, wisst ihr, was ich meine? Das ist echt schon chillig. Oh, Bolzen. Die haben allerdings eine Armbrust mit Kugeln. Wenn man Bolzen nicht hält. Wie gesagt, wir wollen ja eh kaum auf Armbrust gehen, sondern vor allem auf Nahkampf. Ich so handelt, dass ich direkt nicht mal die Hauptbesser der mache und nur nicht groß nach Nahdreffen. Das machen wir dann, sobald die Hauptbesser soweit ist, dass wir uns eben. Das passt, das ist für wenig, weil die Ausbildung nicht abgeschlossen haben. Und dann können wir uns frei bewegen. Wie gesagt, ab und zu mal ruckelt, kann ich da nichts für, weil das liegt an Nadorat. Die Stadt hat einiges an Verwahrungsproblemen, egal wie man die Grafik unterstellt. Ganz schön viel war da gerade drin. Ich kann es aber nochmal kurz machen, ich bin gleich wieder da. Wobei, ich mach's gerade schon mit euch. Oh fuck. Da bin ich wieder. Gut, dann gibt es sofort zum Spiel. Ich habe mich auch noch auf Hauptmenü geklickt, hab's ja selber gesehen. Eigentlich, ja, macht nichts. Es gibt nie im fortsetzenden Spielstand. Das wird automatisch nicht, auch wenn du nicht gespeichert hast. In Torwald, da sitzen die Teufel. Eigentlich wollte ich nämlich in die Einstellungen. Und hier nochmal. Ich sehe, ich habe schon relativ unten, aber wie gesagt, na, Nadoref gibt es immer Probleme, deswegen mach ich auch mal die Kantenklettung auch mal raus. Okay, mit dem Fall nichts. Nee, sag an, du bist schon mal bei den Nordmännern gewesen. Die sind ein Pferdok. Aber die Legenden schwappen doch bis an unsere Küste. Noch nie von Fogwulf und seinen Fahrten gehört? Einmal habe ich ihn nach seinem Schiff. Das hat er geschafft. Und dabei ist er nicht über seinen Seemannsgarn gestolpert? Mal ehrlich. Der ist kein Schiff, Junge, sondern der König der Meere. In Torwall glauben die Leute an Hangar, eine teuflische Seeschlange. Also sehr kaum positiv sah. Also östlich Tor, wir sind jetzt hier gerade im südlichen Tor, glaube ich, raus. Da sind wir die Taverne und das Pilz am Machen. Na egal, laufen wir den Landweg.
Richtung unseres Meisters. Sind wir nicht feindlich? Die Feuer fliegen. Ah, das ist jetzt die Tür, okay. Du musst nicht jedes Kraut zu ernten, da sollte man doch aufs Skillen, wie ich gerade merke. Das Problem ist, jetzt wechseln, wir haben kaum Fingerfertigkeit. Das Messer ist grobe. Wäre besser als wenn mit dem Magier dort ziemlich später auch noch drauf existieren muss. Hier ist der Necker. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht Ausbildung machen. Das ist die Hauptquest. Und dann danach uns in Nadort näher umgucken und mit der Gegend reden und ein paar Nebenquests schon machen und so. Ja, die Pizza-Mauer. Oh, kann ich helfen? Sie ist alles Haus am Hafen, meint ihr, können wir sagen, wo man sie lauern finden kann. Oh, ja, das kann ich wohl. Ich verbringe den ganzen Tag hier draußen und kenne mich daher aus. Wisst ihr, einmal, da habe ich ein ganz seltenes Kraut gefunden und... Ah, aber ich wollte keine Geschichten hören, sondern den Weg wissen. Nicht gleich so ruppig, werter Herr Zwerg. Also gut, ich erkläre euch den Weg. Geht diesen Pfad hinter mir entlang. Ich zeichne euch Laurelins Lager auf der Karte ein. Ihr könnt ihn dann nicht verfehlen. Ach, meidet die Trollbrücke beim Wasserfall im Süden. Dort lungern wirklich Trolle herum. Die sind gefährlich. Danke dir. Gerne. Einen schönen Tag wünsche ich. Effert Segen hat uns viele Pilze geschenkt in diesem Götterlauf. Innerhalb von anderen Orten übrigens wird die Performance wieder besser werden. Aber das ist halt bei Nadorat. Das werde ich auch in selben Spiel merken. Da kann der Pilze genauso gut sein, ich weiß nicht. Irgendwas ist in das läuft DAX. Irgendwas in der Performance von diesem Ort, die ganze Zeit. Schnellere Punkte, kann ich auch mal erklären. Wenn wir hier so Punkte haben, klicken wir da drauf und können uns eben, wie schon gesagt, schnell reisen. Zu mehreren Orten. Da haben wir ja noch einen Baumstumpf, können wir mit interagieren. Ein bisschen Ungemäus rausnehmen. Da haben wir auch schon die Lauer nehmen. Mich an Elf. Sanyasala, du bist ein Prospektor, nicht wahr? Und obwohl ich spüre, dass du gerne auf die Jagd gehen würdest, bitte ich dich, es in diesem Wald nicht zu tun. Keine Sorge, ey, ich bin nicht auf der Pirschlandsuche, Master Laurelin. Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Laurelin. Was kann ich für dich tun? Das kann ich deine, Meister Kolgox würde mich niemals zu einem Elfen schicken. Meister Xolgerox schickt dich? Ah. Jetzt umgibt dich ein Licht der Klarheit. Ich hoffe, er wandert auf sicheren Pfaden. Dann habe ich sowas verdient. Ich war doch mal tüchtig. Es muss vor mehr als 100 wechselnder Jahreszeiten gewesen sein, als ich Xolgarox mein Wissen beibrachte. Ja, Zwerge und Elfen mögen sich auch. Der schwarzen Augen will nicht. Was? Ein Elf war der Meister meines Meisters. Bei Angros Hupen, das kann nicht sein. Und doch ist es so. Und auch dein Meister hat dich sicherlich nicht ohne Grund zu mir geschickt. Du magst recht haben. Also gut, sag einfach, was ich tun soll, dann will ich ja was lernen. Eine weise Entscheidung von dir. Doch bevor die Unterweisung beginnen kann, habe ich noch eine Bitte. Ich glaube, das werden wir noch nicht, was ich hier mache, aber so, es bringt es hinter uns. Gewinne das Vertrauen meines Seelentieres, des Daxes. Er wird für deine Unterweisung von großer Bedeutung sein. Er ist recht scheu und flieht vor schnellen Bewegungen, also nähere dich ihm mit Bedacht. Die Gründe blicken. Gebrannte Dachs, mein Lieblings, um diese zu fangen, schicke ich auf meinen Fall mit allen Bänden. Vielleicht kann ich deine Scheu mit Hilfe sehr fort überwinden. Ah ja, du sollst ihn nicht essen, sondern sein Vertrauen gewinnen. Aber ich sehe, du bist schon in einigen Geheimnissen des Waldes bewandert. Du solltest sie aber zum Wohl seiner Bewohner nutzen. Ja. Der Typ verteidigt sich mit uns, wir tanken sich auch nicht mit ihm, aber soll es, wir wollen ja hier nur ein paar Jagdskills sein. So. Also.
Wieso? Wir haben keine Eisbären und irgendwie von dem klingt. Dauerhaft die Probe. Andere wäre eben auch nicht in der gewesen, da sagt der Tief fette Vieh dort. Finde ich das Teil eigentlich voll süß. Den Dachs. Das Teil hat sich auch, sorry. War nicht so gemeint natürlich. Okay, mir reicht. Ich hab das jetzt mal gemaxt, dann muss es so nerv geht. Laut irgendwas fehlt vielleicht. Zwar auch in der Fingerfertigkeit, aber desto höher das Talent ist. Wir haben 13 FF. Können wir uns mal unser Questbuch aktualisieren. Mehr als Vertrauen des Dachses. Ich muss den Gefährten von Lauen für mich gewinnen. Nur ruhig und langsam, so verscheuche ich den Dachs noch. Dachs, der Liebling, ich mag von einem Bären, aber diese wird keine Ausnahme sein. Sicher kann ich ihn mit einer dieser Bären zu mir locken. Dazu muss ich aber zunächst eine Folge. Natürlich ergeht davon. Ist wohl keine Kräuter sind dabei, ja, ne? Aber das tut auch noch das Talent verbessern. Da oben ist noch ein Bär, man kann es mal versuchen. Ich hab eine 7, ich hab noch Max und trotzdem verkackt er das noch. Ja, Hiruka, das ist ein seltenes Kraut, das will ich noch nicht anfassen. Bin schon bei normalen Einwerfer scheitere. Endlich. So, mit Einwerfen kann man das später auch mit Hilfe von Alchemie Heiltränke machen, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Merke, Bart, ich habe deine Lieblingsspeise dabei. Was hältst du davon? Sie verstehen die Bärs, warten Sie sich vertrauensvoll an. Das ist gut, keine Angst. Jax hat es mir gewagt, Vertrauen gefasst, glauben wir das freuen. Du hast das Vertrauen des Daxes erlangt. Vielleicht siehst du nun die Dinge ein wenig anders. Naja, ich habe den Daxes gejagt, als du noch nicht mal Ankrosch sagen konntest. Das liegt man nicht von einem zum anderen Tag ab. Übrigens, Info, fast schwarze Auge, wenn ich kenne, schwer, sehr gerne, wenn ihr sau alt und 50 ist bei denen noch relativ jung. Nur so zur Info. Und ich glaube, Elfen können auch alt werden, aber ich glaube nicht so alt wie Zäge. Der gesagt hat das jetzt. Das bezweifle ich nicht. Doch denke immer daran, mein Seelentier ist nicht zu deinem Verzehr gedacht. Klar, da eigentlich kennt man fast nicht an. Dann soll deine Unterweisung nichts mehr im Wege stehen. Dort hinten stelle ich dir eine Truhe bereit, falls du ein paar Sachen ablegen willst. Die persönliche Reisekiste. Kosher Fallgeschichten und Eimelsaft. Eimelsaft nehme ich, die Kosher Fallgeschichten lasse ich mal drin. In die Ladenheim tue schon mal rein. Also hier die beiden Sachen und das Schwert. Die will ich doch lieber jetzt schon mal aufbewahren. Hier, die Kotterfallgeschichten, das können wir irgendwann mal lesen, so ein Donnerstag, wo ich alles vorlese, was wir finden, weil ich hoffe, gerade eigentlich mit seinen Büchern, die ich da auch mal schon in die Drucke packen werde. Kannst du die Schwingungen in der Luft fühlen? Sie künden von dem gedankenlosen Streben der Menschen nach Reichtum. Wie gar nichts, was es gegen Reichtum zu sagen. Vor einigen Monaten hat der Imker Nadoretz damit begonnen, eine unnatürliche Art von Feuerfliegen zu züchten. Aus ihren Nestern gewinnt er einen süßen Sirup, den er für viel Geld verkauft. Ich soll jetzt das von Sirup besorgen, oder? Der Wind trägt es an mein Ohr, dass viele Feuerfliegen geschlüpft sein müssen. Vermehren sie sich weiter, kann das Gleichgewicht von Leben und Verfall dieses Waldes empfindlich gestört werden. Folge dem Bach hinunter zur Mühle und zerstöre alle Nester und Feuerfliegen. Doch sei auf der Hut, die Feuerfliegen werden sie verteidigen und dich angreifen. Nimm dieses Gegengift, um ihre giftigen Stiche zu heilen.
In meiner klaren Weise, die vier hole ich mir. Sprich zudem auch noch einmal mit dem Imker und sage ihm mit Nachdruck, dass diese Zucht unnatürlich und gefährlich ist. Der Dachs wird dich begleiten. Du hast in ihm einen treuen Freund gefunden. Ich muss auch ohne den Flohbeutel auf meinen Wegen sein mitkommen, los geht's. Warte, ich möchte dich zuvor noch in der Kunst des Wildnislebens unterweisen. So wirst du die Feuerfliegen aus weiter Entfernung wahrnehmen können. Schau her. Verstehe. Amma, nun kannst du die Feuerfliegen leichter finden. Viel Erfolg. Müsstest du jetzt eigentlich durch gebufft haben? Nein, leider nicht. Also, wir sind schon. Ah, ne, wir sind es nehmen. Ja, doch, ist höher. Tier-X. Gut, jetzt haben wir wieder kurz diesen Kleider, nämlich den guten Dachs. Da rüsten wir die Armbrust aus. So, unser Ziel ist hier auf der Map angezeichnet, die ganzen Feuerfliegennisse zu zerstören. Hochschlag lernen können, muss ich noch ein bisschen näher am Bus. Alles drauf. Ja, es gibt Schwarm zu verwenden. Das ist dann heller Wert, kann man nicht verkaufen. Kann man auch heute nicht. Ich bezweifle, dass es funktionieren wird. Block 100. Ich glaube, der braucht irgendwas gegen für Fingerfertigkeit. Ja, komm mit. Heckenbart. Ja, die Zwerge, so schön sagen. Also mit die Troll, die angesprochen wurde. Ist auch noch eine Nebenquest, um wieder zu kommen. Und das machen wir eben dann hier geschafft. Na, ne, warte mal so. Ein andermal. Was das nächste Nest? Wie cool haben wir eigentlich? 88, ne? Okay. Taxi. Ah, treffen gehört auch dazu. Der Blick. Sind wir schon, probier ich mal. Müssen wir auf jeden Fall drauf skillen. Ach, die alte Teile sind ja gerade am Anfang unseres Abenteuers. Gut, das zerstöre ich noch. Und dann machen wir schon wieder einen Cut. Ist gut, wenn der Tank Dachs tankt. Dann können wir gerade. Alter, haben wir einen gezielten Schuss. Wenn ich nicht mal finde, ist auch nicht so schlimm. Also okay. Ich bald hier nochmal so damit heute. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wir sind im nächsten Part wieder, wenn es da heißt. Danke für eure Zeit. Bis dann, Leute. Ciao.